Schön, dass ihr da seid. Das Wetter ist klasse. Der Ausblick ist hervorragend. Wir sind hier über den Dächern von Frankfurt und neben mir steht André Stager. Den muss ich nicht vorstellen. Er ist Profi in den Märkten. Er kommt mehr von der Insti-Seite, was die Investitionen und das Ganze angeht. Das finde ich unheimlich wichtig. Deshalb freue ich mich, André, dass du jetzt hier bist. Wo sind wir jetzt hier aktuell? Wir sind hier auf meiner Dachterrasse und sehen natürlich die Skyline von Frankfurt im Hintergrund. Nein, Spaß. Das ist hier die Uni, wo ich unterrichte und wo ich entsprechend auch dann die Räumlichkeiten nutzen darf. Das ist hervorragend. Was bietest du hier an? Erzähl mal. Ja, hier kannst du den Master of Finance und den Bachelor of Finance machen, also ein ganz normales Studium, und ich unterrichte für das Thema Asset Management. Viele denken ja, Börse kann man nicht lernen, aber hier an der Hochschule wird es anders gemacht. Das sind eben ganz normale Kurse, wo du dann eben für dein Berufsleben als Investmentbanker, als Fondsmanager auch die richtige Ausbildung bekommst, später dann Weiterbildung wie den CFE machst, um dann eben hier im Hintergrund in der Bankenwelt in Frankfurt auch zu arbeiten. Da ist ein wichtiger Punkt gefallen. Tatsächlich, Börse kann man lernen, allerdings Börse muss man auch lernen. Es ist ein Beruf wie jeder andere, sage ich immer wieder. Man muss sich tatsächlich damit beschäftigen und es reicht nicht aus, ein einziges Buch. Apropos, ich habe hier zufällig witzigerweise dein Buch hier gerade, das kann ich mal in die Kamera halten. Ein bisschen Eigenwerbung. Das ist André Stager live im Buch zu sehen. Also guckt euch das ruhig mal an, das ist mit Sicherheit eine Bereicherung. Aber wir wollen ja gar keine Werbung jetzt hier machen in dem Sinne. Aber man muss tatsächlich was tun und es reicht nicht, ein einzelnes Buch zu lesen. Es reicht natürlich auch nicht, einfach nur mal abends ein bisschen Nachrichten noch zu gucken. Man muss sich damit beschäftigen. Der eine ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer. Einige mögen es autodidaktisch, die anderen brauchen eben ein bisschen Unterstützung, von mir aus auch von der Uni-Seite sozusagen. Aber ganz wichtig, gebt das nie auf, denn es lohnt sich. Die Märkte sind so spannend. Was findest du im Moment am spannendsten an den Märkten? Ja, ein Punkt vielleicht noch dazu. Theorie ist natürlich das eine, das lernt man an der Uni, aber die Märkte sind eben praktisch und viele dieser alten Theorien, vielleicht, dass Zinsen nicht unter Null stehen können, die wurden ja in den letzten Jahren auch bewiesen, dass es anders ist. Was ist spannend, besonders am Markt? Natürlich die Bewegung hier in Gold und Silber. Da haben wir uns vorhin auch schon drüber unterhalten. Gold mittlerweile 21% year to date im Plus, Silber fast 25%. Beide Märkte auf dem Mehrjahreshoch. Da merkt man einfach, wie das Geld in die Märkte reindrückt. Natürlich auch durch das Ergebnis vom EU-Gipfel. Auf der anderen Seite die Corona-Zahlen in den USA. Was ist da jetzt anders als die letzten Wochen? Wir sehen jetzt mit diesem Zeitversatz von 14 bis 21 Tage, dass eben nicht nur die Infektionszahlen steigen, sondern leider auch die Todeszahlen hochgehen. Das belastet insbesondere den amerikanischen Markt. Und ich bin gespannt, ob der DAX bei aktuell 13.100 da wirklich sich lange noch von entfernt halten kann oder da auch dem amerikanischen Markt folgt. Denn wir sind in der schlechtesten saisonalen Phase zwischen dem 17. Juli und irgendwo Mitte September geht der Markt ja deutlich nach unten. Wir haben zwei Strategien bei mir in der Ausbildung, die gerade auf fallende Kurse hindeuten. Den Short Superstar, der gestern Abend noch getriggert wurde im FDAX, und die Strategie Short Sommerloch. Also von daher haben wir im Trading weg von meiner Meinung hier tatsächlich auch, und das machen wir auch an der Uni, Statistik, die uns eben sagt, dass die nächsten Wochen im Sommerloch eher negativ für die Märkte sind. Und da lohnt es sich sicherlich, Gold, Silber Long zu sein, Aktien vielleicht dagegen als Hedge Short. Und dadurch eben entsprechend auch sein Depot, so wie man es an der Uni lernt, gut zu diversifizieren, ein schweres Wort, und dadurch eben auch seinen Vorteil zu nutzen. Ja, schweres Wort und für manche natürlich auch schwer es umzusetzen, wobei es eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Du hast es eben schon angedeutet und eigentlich, du redest mir da so offen in die Türen ein sozusagen, denn ich muss gestehen, charttechnisch spricht im Moment bei den Indizes eigentlich wahnsinnig viel für die Abwärtsseite. Ich bin sogar relativ bullisch geworden durch einige Marken, die wir jetzt vor kurzem durchstoßen haben. Ich habe ja das ein oder andere Video, wo ich ganz kritisch gesagt habe, oh, passt mal auf hier. Diese Marken sind durchstoßen worden und das hat ein neues Türchen geöffnet. Aber witzigerweise passend, eigentlich die beste Voraussetzung, jetzt erstmal nach unten zu gehen. Das ist sogar gar nicht so untypisch, dass dann, wenn alle glauben, jetzt haben wir ein tolles Level erreicht, jetzt müsste es eigentlich gehen, der Markt dann umdreht nochmal. Das gucken wir uns natürlich bei Gelegenheit nochmal am Chart an. Das wäre jetzt schade, wenn wir das jetzt hier an dieser Stelle machen würden und nicht noch ein bisschen quatschen würden darüber. Diversifikation, du hast es schon gesagt, einerseits die Rohstoffe, also Gold, Silber beispielsweise, auf der anderen Seite die Aktienindizes. Du guckst auch einzelne Aktien an? Wie sieht das aus? Ja, ich gucke mir auch einzelne Aktien an, aber ich finde es da immer schwer, jetzt so diesen perfekten Pick rauszunehmen. Natürlich hat man die Werte im Fokus, die jetzt insbesondere auch die Hosse der letzten Wochen und Monate genährt haben. Hatten vorhin ja auch im Vorgespräch schon über die Nasdaq gesprochen, da natürlich die Fang-Aktien oder jetzt auch im Fokus Tesla, die heute Abend ja auch Zahlen berichten werden am Mittwoch. Um da eben auch zu sehen, inwieweit diese extrem hohen Bewertungen, und Tesla ist ja das teuerste Autounternehmen der Welt, obwohl sie gerade mal 350.000 Autos produzieren, auch hier in Frankfurt, fahren davon nicht viele rum,
um halt zu gucken, wie das gerechtfertigt ist. Was eben auffällt, die letzte Woche war die Nasdaq auch ein Underperformer. Und das ist eben klassisch, am Ende von einem Zyklus drehen die Märkte eben auch, insbesondere die Highflyer der Vergangenheit, wären dann eben die schlechten Werte vom Morgen. Muss aber auch sagen, das hatte Rüdiger auch schön gesagt, Charttechnik lebt ja immer von Bestätigung. Es ist immer ganz schwer, das hoch zu treffen. Eine Meinung, eine Analyse kann man machen. Aber da haben sich auch hinten in den Türmen einige vertan, die auch in den letzten Monaten sehr negativ waren. Kann man auch bei der Makrolage gut verstehen. Wichtig ist nur einfach, einen Stop in den Märkten zu haben. Und wenn eben ein anderes Regime gespielt wird, wie dieser Wechsel ja auch im März auf April zustande gekommen ist, dann wieder mental umzuschalten. Ich glaube, viele Privatanleger können das nicht. Ich habe das auch nicht gekannt. 96 bis 2000 sind die Märkte nur hoch. Aber dann umzuschalten, 2001 und 2 mal Gewinne mitzunehmen oder sogar auf die Short-Seite zu wechseln, konnte ich damals einfach nicht. Und deswegen auch so die Idee, dass man sich hier eben immer mit einem offenen Geist an den Märkten nähern sollte. Egal ob Einzelaktie oder Indizie. Wichtig ist einfach da, einen klaren Strategie, einen klaren Plan zu haben. Ja. Weil das ist das, was am Ende funktioniert und Geld an der Börse verdient, oder? In der Tat. Vor allen Dingen niemals eine eigene Meinung haben. Eigene Meinung ist total cool für jede Party, aber nicht geeignet für die Börse. Es ist ganz wichtig, dass wir das spielen, was der Markt macht. Und da sind wir ja auch wieder. Wir sind ein bisschen anders von den Ansätzen. Ich bin zum Beispiel gar nicht so sehr in der Saisonalität. Ich beobachte das. Ich finde das total klasse eigentlich. Ich weiß, dass das für dich ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber wir sehen, dass diese verschiedenen Methoden immer wieder ineinander greifen. Und das muss ja auch so sein. Wenn André wie wild kauft, ich wie wild verkaufe, tut sich am Markt gar nichts. Gut, wir sind vielleicht nicht die ganz großen Player im Markt, du vielleicht schon, aber trotz alledem ist es schon wichtig, dass man Übereinstimmung hat und dann kommt auf einmal eine Bewegung in die eine, so war es in den letzten Wochen und Monaten, aber auch in die andere Richtung dann eben zustande. Mensch, klasse, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen kleinen Break. Wir werden uns jetzt was Leckeres einverleiben, damit wir nachher an den Märkten wieder tapfer mit dabei sein können. Ich drücke euch die Daumen, dass es euch ähnlich geht. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Wir sind jetzt ja sowieso viel enger miteinander verbunden. Das kann man vielleicht noch sagen, denn wir haben uns entschieden, dass wir richtig eng zusammenarbeiten, unsere Mehrwerte zusammenpacken, unsere Expertisen zusammenpacken. Ich glaube, wir können da alle davon profitieren. Deshalb, ihr werdet ihn mit Sicherheit noch ganz oft mit mir zusammen sehen. In diesem Sinne, noch ein Wort von dir? Ja, danke Rüdiger. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und habe es genossen, hier das Video mit dir zusammen zu machen. Perfekt. In diesem Sinne, euch alles Liebe und bis bald.